Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den vergangenen Wochen gab es fast jede Woche eine neue Allgemeinverfügung mit immer strengeren Regeln. Wir haben einige Zeit lang die Corona-Statistik bundesweit angeführt. Und die heutige Nachricht gegen Ende der Woche lautet, es ändert sich nichts. Es gibt keine neue Allgemeinverfügung, aber die bestehende vom 9. April wird noch mal verlängert. Und zwar bis einschließlich Samstag, den 1. Mai. Darin enthalten sind zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperre oder auch das Verbot von religiösen Veranstaltungen. Nun werden Sie sagen, die Werte sind doch jetzt viel besser geworden. Ja, die Lage stabilisiert sich etwas. Und wir hoffen auch, dass sich dieser Trend so fortsetzt und dass wir dann nächste Woche die ersten Lockerungen wieder vornehmen können. Wir werden das dann anpassen an die neuen Bundesregelungen und natürlich auch mit dem Landkreis abstimmen. Denn ein Ziel soll es auf jeden Fall sein, dass bei einer ähnlichen Entwicklung in Stadt und Landkreis Hof wir auch ähnliche Regelungen dann treffen können. Daran werden wir nächste Woche arbeiten, jetzt aber erstmal unverändert die Regelungen bis zum 1. Mai. Dann gibt es noch Neuigkeiten für den Wochenbeginn und zwar eröffnen am Montag und am Dienstag die zweite und die dritte private Schnellteststelle in der Stadt Hof. Der Caritasverband Hof in der Marienstraße und das Café Simici in der Karlstraße bieten kostenlose Schnelltests an. Die Öffnungszeiten erfahren Sie auch hier auf unserer Internetseite oder in Facebook. Und die Stadt Hof unterstützt diese jetzt inzwischen drei privaten Schnellteststellen auch mit einer Ausstattung an Test- und Schutzmaterial. Wir danken den Betreibern, freuen uns, dass wir jetzt ein noch besseres Netz mit diesem Angebot in unserer Stadt haben und wünschen einen guten Start und Ihnen ein hoffentlich sonniges Wochenende.